Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Was ergibt dieser Bruch? Wir starten also mit diesem Bruch und rechnen aus. Im Zähler sehen wir die Differenz von zwei Quadraten und erkennen die binomische Formel a² minus b². Das ergibt a minus b mal a plus b. Hier oben steht dieser Faktor 2016, unten aber auch. Also können wir durch diesen Faktor kürzen und so bleibt 2000 minus 16 geteilt durch 2. Das ist dasselbe wie 1000 minus 8. So, also 992. Die richtige Antwort auf die gestellte Frage ist also 992. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathe-Olympiade beantworten.